Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe ich gesagt, ich gehe jetzt zum Stall, tue nur ein bisschen mein Essen wieder ein bisschen auf, wie soll ich sagen, aufstocken. Ja. Die Pfeile haben wir ja schon gemacht. Wir haben jetzt insgesamt, da müsste man mal fast schauen. Das weiß ich gerade selber nicht. Genau, 202 Pfeile. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren irgendwie kurz über 100, ne? Wo dann die letzte Folge geendet ist. Und ja, die letzte Folge ist für mich schon ein bisschen länger her, Leute. Ich habe einiges zum Tun gehabt. Ne? Ich habe viel gestreamt auch. Ich habe viel mit der Band zu tun gehabt. Jetzt da, wenn es vielleicht hört man es jetzt da. Ne? Ich bin vielleicht noch ein bisschen, habe vielleicht noch ein bisschen eine rauere Stimme und so. Ne? Tut mir leid dafür, aber hilft nichts. Ne? Aber wie gesagt, wir haben Essen, alles gemacht soweit. Aber ich habe jetzt auch gesagt, ich muss es mal wieder aufnehmen. Ich muss es wieder aufnehmen, hilft nichts, dann müssen wir jetzt einfach durch. Ja? Genau, wie gesagt, Essen ist erledigt, das passt, wir haben mal ein bisschen Spurtmedizin. Ich habe mal eine hergenommen, man sieht es oben links, ne? Dass ich jetzt nur 4 Minuten irgendwie laufe. Und man ist echt schnell damit, muss ich zugeben. Finde ich super, finde ich Weltklasse. Ja, ich habe mir den Stall der Zwillingsberge ausgesucht. Warum? Keine Ahnung, einfach so. Einfach so. Genau, jetzt muss ich natürlich schauen. Ich hab nimmer im Kopf, was jetzt irgendwie so der nächste Plan gewesen wäre. Was ich mal nur schauen will, ist auf jeden Fall, das sind diese Nebenaufgaben. Ne? Wir haben ja da immer nur diese Dorfruinen, das weiß ich, die haben wir ja noch gemacht. Ne? Und da heißt es auch, dass dann irgendwo so nur so ein paar so Sachen sind. Die darf ich schon noch gern machen. Ja, da heißt es jetzt auch, dass man das irgendwie in den Wandererfluss muss man dann irgendwie schauen oder in der rechten Klaue des Drachens, in der Quelle des Mutes am Drakotosee. Irgendwie sowas. Und da müssen wir jetzt schon nur schauen. Da habe ich Lust drauf. Die müssen wir nur einen Doppelschussbogen bringen. Wichtig, falls wir so einen noch finden. Ich muss mir jetzt alles wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Für euch ist jetzt gerade mal eine Folge rum. Für mich waren es jetzt, glaube ich, bin echt nicht eher dazu gekommen. Ich glaube, 3 Wochen. Ich glaube, es waren jetzt wirklich 3 Wochen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Na, also verzeiht es mir jetzt, wenn es jetzt erstmal ein bisschen langsamer in der Folge vorangeht. Erstmal, da muss ich erstmal wieder in alles reinkommen. Ja? So, ich würde mal sagen, oh Gott, ich habe es fast vergessen. Prüfung des Schwertes. Ah, ich habe ein bisschen Schiss. Ein bisschen Schiss habe ich schon. Na gut, das blaue Gewand des Helden. Also, das den Wind kontrolliert. Könnte es vielleicht sein, dass das Gewand ist von Wind Waker? Ich habe das Spiel selber noch nie gespielt, aber ich kenn's halt, ne? Das glaube ich bloß mal anzockt, mehr nicht. Wo der Evandra-Fluss beginnt. Haben wir mir den Evandra-Fluss schon? Das ist die große Preisfrage. Ach ja, und falls das Spiel mal wieder ein wenig ruckeln sollte, ich musste irgendwie die Reshade-Dateien und so alles ein bisschen aktualisieren, verzeiht es mal, wenn mal irgendwas vielleicht ein bisschen ruckeln sollte, kann nämlich sein, dass da einfach, dass er da wieder ein bisschen nachziehen muss. Ne? Genau, wir sind ja unten in dieser Region ja nur eigentlich, ne? Wo auch nur ein Stall wäre, das müssen wir noch ein bisschen weiter erkunden. Aber mich darf mal interessieren, dieser Fluss, Leute, ne? Der darf mich heute jetzt schon drucken. Halt, Tagebuch, hier. Evandra-Fluss, vielleicht findet man den ja schon. Ich habe keinen Plan, wo der ist, ne? Karte, mein Gott, hier diese ganzen Knöpfe. Also es muss auf jeden Fall... Ah, Drakotasee. Aha. Ah, da ist nichts. Aber da haben wir zumindest schon mit diesem Drakotasee irgendwie. Und ansonsten sehe ich da jetzt nicht mehr wirklich... Wir brauchen auf jeden Fall einen Fluss. Das ist der Hylia-Fluss. Na gut. Haben wir einen Hylia-Fluss? Ich konnte natürlich auch sein, dass der nur da irgendwo drin ist, ne? Regentia-Fluss. Da müssen wir auf jeden Fall diese Flüsse so ein bisschen anschauen. Kann natürlich auch sein, dass der nur im verborgenen Gebiet ist. Dann haben wir erstmal ein Problem, ne? Da müssen wir nur warten. Zora-Fluss, klar, der Kurs auch nicht sei. Da oben haben wir eigentlich nicht mehr wirklich Flüsse. Da ist eigentlich auch nichts mehr so wirklich. Hebra-Fluss ist wieder See. Also nimmer wirklich irgendwas, was da. Nein, dann kann man vorstellen, dass der irgendwie vielleicht dort neimündet. Maybe. Ne? Aber wir haben
Was ich sehe, habe ich doch gerade schon gesehen. Sorry, ich habe lachen müssen wegen Otto-Brücke. Sofort an Otto-Dinger müssen, Leute. Ja! Ja! Evandra-Fluss, da haben wir ihn. Easy. Okay, das ist eh sozusagen da in unserer Nähe. Das heißt, wir markieren uns das jetzt einfach mal. Und teleportieren wir uns jetzt mal wieder zu unserem Sturm des Sees. Müssen wir machen. Probieren wir's. Ja? Werden wir schon sehen, wo wir da rauskommen. Nun gut. Also. Und natürlich müssen wir nur dieses Gebiet da unten, wo wir ja letztens diese 10 Milliarden Truhen oder so hochgejagt haben irgendwie, aus dem Fluss, müssen wir natürlich einmal wieder, müssen wir das einmal alles wieder anschauen. Ja, ganz klar. Da haben wir nur ein bisschen was vor. Ja. Das X markiert den Punkt, ne? Aber ich glaube, das haben wir schon. Ne? Ja, den haben wir schon, den Krog. Okay. Ja, also wie gesagt, das wird sich dann schon wieder irgendwann ein bisschen einfangen mit diesem Ruckeln. Ne? Also, aber ich hätte sonst nichts mehr gesehen, Leute. Also da hat es wieder ein bisschen Turbulenzen gerade gegeben. Ein bisschen Tohuwabohu. Okay, also wir müssen mal wirklich in diese Richtung. So. Ich weiß gerade nicht einmal wo. Naja, gut. Wir schauen einmal. Da ist auf jeden Fall dieser Fluss und da sollte da anscheinend ja auch wieder irgendeine Rüstung sein. Ja? Das muss in der Klaue der vom Drachen sein. Irgendwie sowas. Also das da ist schon alles der Fluss, ne? Und hier haben wir, glaube ich, gleich mal einen Krog. Wenn du mich fragst. Und schau. Nice. Hab dich entdeckt. Nice. Aber Diri. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch ein bisschen was geändert. Jetzt mit diesem ganzen Reshade-Ding, ne? Autsch. Autsch. Ist ja gut. Mein Gott, hey. Nur am Nerven, hey. Okay, wir sollten uns das aber vielleicht jetzt schon mal schnell holen, weil, wie wisst man ja, wir sollten immer alle Sachen mitnehmen, was wir kriegen, weil vielleicht braucht man es ja zum Verbessern. So. Von dem her, let's go. Ja, vielleicht haben sie da ja auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Mir kommt es ein bisschen so vor, dass da irgendwie die Schatten irgendwie noch ein bisschen extremer rauskommen, aber ich will jetzt auch bloß täuschen, ne? Weil ich das Spiel halt einfach schon so lange nicht mehr gespielt habe. Normalerweise bin ich ja kein Fan von Updates, ne? So blöd wie es klingt. Never change a running system, aber da habe ich es jetzt leider machen müssen. Na gut. Okay, das haben wir. Also, in diesem Fluss müsste irgendwo was sein. Das schauen wir uns jetzt mal nur mal ganz kurz an. Tagebuch. Okay, dieses Windgewand, ne? Das blaue Gewand des Heldens, der den Wind kontrolliert, das Meer bereist, liegt dort, wo der Evandra-Fluss beginnt. Wo er beginnt. Und der beginnt ja eigentlich. Ja, beginnt er hier, weil da ist er nur ein See. Jetzt mal das einmal wegmachen. Schauen wir mal. Mal schauen, dass da irgendwo vielleicht wieder eine Truhe drin ist. Kann alles möglich sein. Wo beginnt der Fluss? Ist auch krass, das habe ich alles nie gemacht. Ich finde das so heftig gerade. So, also hier. Aber das ist ja schon eigentlich das See, ne? Oder beginnt der, oder meint er das Beginnen vielleicht hier?
Könnte auch möglich sein, ne? Maybe. Tere. So. Gott, erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung gucken. Und ja, ich renne gerade so schnell. Ich bin gerade selber so beeindruckt. Wo er beginnt. Oh, da oben, da waren Steine. Leute, ich glaube, die holen wir uns. Die holen wir uns. Man klettert dann. Boah, krass, wie schnell der dann halt auch klettert mit dieser Spurtmedizin, ne? Gut, dass wir da ein bisschen was haben. Also, wir haben wirklich einiges an Spurtmedizin, ne? Da. Bisschen was haben wir schon. Ich glaube, wenn wir mal ein bisschen durch die Gegend streifen, ist das echt nicht verkehrt herzunehmen. So, Hammer. Bernstein. Geldtechnisch sind wir jetzt übrigens auch gut dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das glaube ich, habe ich. Ja, ich habe ja die ganzen Edelsteine auch noch verkauft, ne? Ich weiß nicht. Hier haben wir jetzt, sag mal, 11.000. Ich weiß nicht, wie ich in der letzten Folge da gestanden bin. Aber ich habe halt diese ganzen Edelsteine. Ich habe ja ewig viel davon gehabt, ne? Die habe ich alle da verkauft. Und das hat natürlich schon einiges an Kohle gebracht. Ich glaube, ich war da auch noch nie fünfstellig. Was ich sagen, wie es ist. Okay. So, jetzt werden wir gleich wieder. Alter. Schau raus. Schau raus, Sir. Na also. So, jetzt werden wir auch gleich wieder langsamer gehen. So, jetzt hat es nachlassen. Ja, jetzt sind wir wieder normal unterwegs. Aber krass. Das sollt ihr vielleicht echt öfters hernehmen, diese Spurtmedizin. Finde ich ganz cool. Vielleicht ist es natürlich auch da unter dieser Brücke, ne? Maybe. Weil das da, das schaut jetzt schon wieder so aus, als ob es da woanders hingeht. Hm. Also die Frage, wo beginnt es? Wo beginnt der Fluss? Naja, ein bisschen hält man schon noch, ne? Ein bisschen hätten wir noch. Na, nicht schon wieder. Schau raus. Geht doch. So. Holen wir mal die Sachen schnell. Schwertschnapper. Ein temperamentvoller Seefisch. Als Kochzutat steigert er die Aggressivität und somit die Angriffskraft. Okay, da ist sozusagen so ein bisschen so. Wie heißt die Droge? Crocodile oder so? Okay, wo es beginnt. Da ist was. Was ist das? Das ist aber keine EX-Truhe, leider. Aber ein Opal nehmen wir natürlich auch mit, ne? Das sagen wir jetzt mal nicht nein. Das ist nur mal eine. Das ist aber jetzt nicht auch. Das ist auch eine normale Truhe, oder? Okay. Wow. Ja, ist eine ganz normale Truhe. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. Wo dieser Fluss beginnt. Es ist halt die Frage, wie das gemeint ist, ne? Weil normalerweise hier wäre ja so, da geht es ins offene Meer raus. Das heißt, dann müsste es eigentlich da vorne, da müsste es beginnen. Es muss auf jeden Fall Extruhe sein, ne? Haben wir ja gesagt, wir nennen das Extruhe. Da ist was. Das ist, glaube ich, auch wieder eine andere Truhe. Ah, ich glaube, das haben wir schon richtig. Ich glaube, das haben wir richtig. Vor allem, es ist so offenes Meer, ne? Da zu Wind Waker passen. Definitiv. Da perfekt zu Wind Waker passen. Da waren wir ja einmal mit diesem Floß, waren wir immer auf dem Meer unterwegs.
wäre schon alles richtig so. So. Und zack. Ja, schau raus, schau raus. Ich sehe dich. Aber jetzt wurscht. Ich habe schon gewusst, dass der irgendwann einmal rausschaut. Und Bock auf mich hat. So, grundsätzlich würde jetzt der hier beginnen. Ja? Grundsätzlich. Weil das da an, das andere ist ja eigentlich offenes Meer. Also irgendwo in diesem Bereich, denke ich mal, wird das cool sein. Unter Wasser? Vielleicht. Hier? Vielleicht. Vielleicht wirklich in diesem Gegnerlager? Schwierig zum Song. Echt jetzt so weit schießt du? Wow, hast du gerade erwischt. Sehr schön. Boah, Rüstungsschnapp hat erwischt. So. Ich mag die Monster-Zutaten definitiv noch haben. Ganz klar. So. Okay. Mal kurz darauf schauen, nicht, dass da vielleicht die Truhe sogar ist. Hier sehe ich keine Truhe. Doch, da ist eine Truhe. Das kann es vielleicht sogar sein. Maybe. Ich muss definitiv nur mal auf diese Plattform. Oh, leck. Okay, das war Hedy. Sehr schön. Also, wir müssen jetzt erst einmal hier diese Truhe hochholen. Hundert. Alter. Gönnung. So, jetzt kommt's her. Was will man eigentlich? Wir brauchen... Ja. Gut, das können wir... Wir brauchen nur ein bisschen. Echt jetzt kaputt? What the fuck? Dann nehmen wir gleich das. Ah, die halten gut was aus. Sag mal. Naja, dann ist das Schwert wenigstens gleich weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Und ciao. So, was haben wir noch? Was ich aber den Polarstab braucht, keine Ahnung. Ja, da gleich mal die Schuppenlanze her. Ah, das war's. Da müsste halt nur meine ganzen Holzpfeile sein, ja. Ja, und die Nächte sind natürlich jetzt auch wieder ein bisschen dunkler. Ja, sorry dafür. Aber das war auch so sowas, was sozusagen ein bisschen ein Problem gemacht hat. Ja, ein kleines Problemchen. So, das Schild nehmen wir mal mit. Schilder können wir nie genug haben. Ansonsten müssen wir danach einfach aussortieren. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, Elektropfeile. Das nehmen wir nur schnell mit. Okay, und jetzt zu dieser Truhe. Die war da unten irgendwo. Hier. Okay. Da kommen wir natürlich nicht ran. Das heißt, wir werden hier jetzt erstmal
Eisblock erschaffe. Da kommen wir jetzt auch schon dran. Ja, easy. Ist es? Es ist keine EX-Truhe. Na gut. Jetzt zeige ich Ihnen. Haben wir hier noch irgendwo eine Truhe? Ich sehe jetzt da gerade gar nichts. Schauen wir mal da nochmal hin. Also es wird alles passen. Ja? Es wird alles perfekt passen. Ich kann es nicht stehen lassen. Ich kann es nicht stehen lassen. Ja, das hat sich eigentlich echt rendiert. In diesen Gebieten definitiv. Also, wo er beginnt, ne, der Fluss. Ah, das passt schon. Das muss doch irgendwo sein. Palmen, Sandstrand, ne, Meer. Das passt so zu Wind Waker. Irgendwo hier wird der schon sein. Es ist auch noch irgendwo vergraben. Ja, maybe. Grundsätzlich aber eigentlich da, wo es heißt, wo der Fluss beginnt. Ich finde dieses Rätseln wieder super. Ich glaube, der Shader hat sich auch langsam ein bisschen eingerückt. Also hoffe ich. Kommt halt jetzt drauf an. Ach ja. Ach, schön wieder. Ist wieder schön. Mit Breath of the Wild, definitiv. So. Also. Looky looky machen nach Truhe, ne? What the fuck? Warte mal. Das finde ich gerade interessant. Immer mal einen Bombenfall. Boom. Ha. Nice. Ich wieder gut Kohle, hey. Das war jetzt auch irgendwie bloß Zufall, dass ich da gerade das so blinken gesehen habe. Das kann natürlich mit dem Floß auch gut zusammenpassen, ne? Das schaut halt voll nach Wind Waker aus. Ah, Mist. Okay, wir haben's. Immer was dazwischen. Ich mag eigentlich nur noch diese Truhe so. Gut, aber ist halt die Frage, ne? Wo? Das muss ja nicht unbedingt im Wasser sein. Guck mal das her, was ist das? Alter! Okay. Was sind das für Schwerter? Du, Ritterschwerter sind grundsätzlich ganz geil. Oh, vielleicht haben wir ja irgendeinen Scheiß aufgekommen. Das können wir weghauen. 26, ja, das ist... Ich bin eigentlich großer Fan vom Ritterschwert. Aber manche Bereiche, da hat er halt wirklich irgendwie da... Gerade wegen durch, glaube ich. Ha, schwierig. Also, wir schauen uns jetzt einmal das nochmal an, kurz, was da steht. So, das blaue Gewand des Helden, der den Wind kontrollierte und das Meer bereiste, liegt dort, wo der Evandra-Fluss beginnt. So, ist halt die Frage. Ist da am besten eher da passen? Hier haben wir halt die Küste, ne? Weil wenn da eine Küste ist, vielleicht zeigt das sogar noch bis daher. Probieren wir es. Gehen wir halt noch ein bisschen weiter. Hat man ja einmal so ein... sag's mal. Sportmedizin immer. 11 Minuten? 7 Minuten. Komm, weg damit. Und los geht's. Ah, da haben wir bloß Tempo 2. Ah, okay. Es gibt also auch da nochmal Abstufungen. Interessant.
Interessant, interessant. Okay, ich möchte aber jetzt also ungern hier in der Nacht umeinander laufen. Von dem her werden wir uns, glaube ich, ausruhen. Materialien, jetzt passen wir auf. Feuerstein. Und dann braucht man noch ein bisschen Holz. Und jetzt sagen wir keins einfach mal hier hin. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Und zack. So, dann warten wir doch einmal bis morgens. Sehr schön. Also die Tage habe ich jetzt auch wieder gleich gemacht. Es bringt ja nichts, ne? Wenn der Tag zwar länger ist, aber die Nacht genauso lang. Blutmond. Ach scheiße, dann sind ja da gleich wieder die Monster da. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Ja, schau mal, hier haben wir doch bestimmt noch... Ah ja, easy, scheiße. Nehmen wir jetzt daher. Zack. Ha. Hätte ich, glaube ich, nachts jetzt gar nicht gesehen. Ja, habt ihr entdeckt. Schon wieder 19 Stück, ne? Ah, stimmt, die sollten wir vielleicht da aufhucken, ne? Fällt mir gerade so auf. Das haben wir ja wieder am Erkunden. Das heißt, wir brauchen es eigentlich wieder. Okay, also, nur mal schauen. Kann natürlich auch an der Küste sein, ne? Weil da, bei der Küste kann es ja auch sein, dass ein Fluss beginnt. Sag ich jetzt einmal. Außerdem sind hier immer nur wieder Truhen, ne? Krass. Da war vorher 100 Rubine drin. Oh, Opal. Was kann ich mal, was der alles wert ist, aber ich glaub. Ah. Ja, ich habe irgendwas vorher da rumfetzen sehen. Hier. Nice. Und wieder Ohrkrog-Samen nach dem anderen, ne? Heftig. Was? Schon immer nur? Nur einer. Okay, da nicht mehr. Dann da oben. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Schaut aber auch irgendwie merkwürdig aus da. So. Jetzt brauche ich jetzt den Hammer. Sehr schön. Da ist er. War ja ganze Zeit Nachbarn, hey. Ciao. So. Immer nur Urne, das gibt's doch nicht. Wo sind denn da? Aber hier passt der Schatten. Na, ja, irgendwie passt er da nicht. Da muss ich jetzt gleich nochmal in der nächsten Folge schauen, was da los ist. Das können natürlich die Updates einfach passiert sein. Aber das haben wir dann in der nächsten Folge wieder. Okay, aber hier, das ist natürlich die Küste. Ich sehe jetzt aber hier auch. Ach, hier ist eine Truhe. Das wird. Ist es? Nein, ist nicht. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Aber die macht man jetzt noch auf, Leute. So. Ritterschild. Ah. Okay, aber wir haben ja ganz blöde Schilder. Ah, die ist weg. Ach, keiner. So. Gut, Leute. Dann werde ich jetzt mal nur mal da nachschauen. Allgemein wegen dem Schatten und sowas, was man da sieht, ne? Was da los ist. Und dann sehen wir sie zur nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt ja halbe die Stunde. Und dann werden wir auch bestimmt dieses, wie soll ich sagen, das, was ist da? Ah, da ist nichts. Dann werden wir natürlich auch dieses, sag's mal, das Gewand finden. Hoffe ich mal. Ne? Von dem her wünsche ich euch was, macht's es gut und wir sehen uns zur nächsten Folge. Habi, die.